Zuschauer, ja, weiter geht es. Wir wurden gerade ganz kurz unterbrochen. Wir haben Bromos goldene Schale, wir haben Sagittas Rezept. Wir können eigentlich gerade eine ganze Menge Quests abgeben, um ehrlich zu sein. Ich hoffe einfach mal, dass ihr mir da nicht böse seid, dass ich das auch tun werde. Also, falls ich dann noch lebe, versteht sich. Ist ja immer so eine Eventualitätenfrage. Ja, hallo. Hi, Goblinsklette. Ich mag euch mindestens genauso sehr, wie ihr mich mögt. Und das ist nicht positiv gemeint. Das ist keine schöne Sache. Hallo? Ich gehe besser nicht hier lang, weil sonst sind gleich mal wieder alle Bauern tot. Das wäre relativ schade. Das heißt zwar, wir müssen hin und wieder mal ein Bauernopfer bringen, aber so war das vermutlich nicht gemeint. Goblin Skeletor, warum verfolgst du mich immer noch? Gibt es da irgendwie einen bestimmten Grund für? Sag mal, bist du vollkommen wahnsinnig? Das waren doch jetzt mehrere Kilometer. Das Ding verfolgt mich jetzt bis zu Onas Hof, ich sag's euch. Sag mal, bist du vollkommen wahnsinnig geworden? Hörst du irgendwann noch auf? Jetzt marschiert er zurück und wird vermutlich auf dem Rückweg jeden töten, der ihm über den Weg läuft. Und ich kann dann neu starten, oder wie? Naja, wir werden mal hoffen, dass nichts passiert und nehmen uns dieser Feldräuberleins an, wenn sie schon auf dem Weg sind. Jetzt komm. Okay, gut. Aus irgendeinem Grund kann man den Feldläufer, der einen gerade angreift, direkt vor dir ist, nicht wirklich anvisieren meistens. Oh mein Gott, da geht gerade voll die Massenschlägerei um. Hallo? Ich würde gerne auch was von den EP abbekommen, wenn ich darf. Wolfs? Ihr dürft... Wolf, du darfst doch nicht einfach Häute und Felle von Jägern jagen. Okay, die Scavenger haben es aus irgendeinem Grund geschafft, den Wolf niederzumachen. Besser als umgekehrt, denn so bekommen wir ein bisschen mehr EP. Anscheinend haben sie es doch nicht geschafft. Da hinten sind die beiden verwundeten Wölfe und warten darauf, von mir getötet zu werden. Okay. Hier war jetzt noch ein Feldläufer und das war's dann aber auch jetzt für dieses Grinding hier. Denn das hier ist ja eigentlich keine der optionalen Folgen, die ich dafür gedacht hatte. YOLO. Trinken wir nochmal ein paar Essenzen der Heilung. Man kann nie genug Heilungs haben. Auf Wiedersehen, Feldräuberlein. Du bist tot. Und zwar jetzt. Dasselbe gilt natürlich für den da. Also bald, irgendwann. Okay. Scavenger. Es kann doch nicht sein. Kaum guckst du mal kurz weg, taucht wieder ein Scavenger auf. Ja, es ist in Gothic 2 genauso wie in Gothic 1, dass Gegner nicht respawnen. Das heißt, wenn wir hier die ganzen Gegner töten, dann keine Sorge, wir tun nichts, was irgendwie total sinnlos ist und uns nur boostet, sondern wir retten Corinis. Irgendwie. Dieses Schaf muss sterben. Nein, ich werde keine Schafe töten. Wie dämlich ist das denn? So, wenn das erledigt wäre, würde ich sagen, lassen wir uns mal kurz blicken bei der guten Tekla. Die dürfte dann einen schönen, chilligen Eintopf für uns bereit haben. Das habe ich früher auch immer gesagt, dass sie einen Eintopf hat. Und stimmt auch. Hallo Tekla. Dein Eintopf, gib's schon. Kann ich... Ja, das Päckchen. Hier ist das Päckchen von Sagitta. Danke sehr. Das wird sich nie Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Yep, so sieht's aus. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Na schön. Dann will ich mal nicht so sein. Ja, sonst fällst du mir noch vom Fleisch. Yay! Wie gesagt, das Schöne an dem Eintopf ist, dass man davon plus 1 Stärke bekommt. Und insgesamt, glaube ich, kann man so viele Eintöpfe erhalten, dass man insgesamt plus 6 Stärke erhält. Sag mal, Rod. Nur eine Frage. Nee, das geht nicht mehr. Ich habe nämlich noch die Quest im Questlog, dass ich Rod zeigen soll, wie sein Schwert, dass ich sein Schwert halten kann, aber die scheine ich nicht mehr beenden zu können. So, Leute. Oh.
nachdem wir das alles jetzt endlich hinter uns gebracht haben, würde ich fast behaupten, wir begeben uns langsam mal zur Stadt Korinnes und tun das, was ich eigentlich vorhatte, bringen ein paar der losen Fäden endlich zu Ende. Greg, du wartest immer noch auf uns. Die traurige Wahrheit ist, wir sind momentan einfach noch nicht stark genug, um einen Snapper. Nein, um einen Lurker zu besiegen. Können wir vollkommen vergessen. Es ergibt keinen Sinn, das überhaupt zu probieren. Wir können es schon schaffen, also. Also komm hier nicht so. Es ist nicht vollkommen unmöglich, aber. Es ist schon verdammt hart. Das ist wirklich nicht mein Problem. Und warum soll ich mir jetzt die Mühe machen mit diesem verdammt harten Kampf, wenn ich sowieso gleich ein paar Skills hochbringe und das dann problemlos hinbekomme? Hallo Keinerlein. Hallo Marco. Warum tötest du mich? Nein. Tschüss Marco. Hi. Hi. So. Wir müssen den ganzen Weg, keine Sorge, wir müssen den ganzen Weg gar nicht zu Fuß laufen. Bin ich eigentlich der Einzige, den diese Passage hier immer an den Ausgang des Sumpflagers erinnert? Auch mit dem Sumpf daneben und alles? Naja, wo war ich? Keine Sorge, wir müssen diese Passage nicht zu Fuß laufen, komplett zur Stadt. Wir haben ja den Teleporter ganz in der Nähe. So, auf Wiedersehen, Blutfliegelein. Will ich es wagen? Ja, komm, mach. Was soll's. Ich muss nur einmal treffen. Ich muss nur einmal treffen. Okay, weg hier. Kann mir richtig vorstellen, wie der Lurker gerade sich überlegt, ob er mir folgen möchte. Wollen wir mal schauen. Nope, scheint nicht der Fall zu sein. Das ist auf Nummernblock 0. Habt ihr so einen Rückspiegel irgendwie. Ist ganz cool. Sollte man nicht unterschätzen. Man weiß genau, wo ich herkomme. Wenn man das jetzt wahrscheinlich so aus Satellitenperspektive sieht, dann denkt man sich, der hatte keine Ahnung, wo er hin will. Aber was soll's. Wir finden es heraus oder sowas. Irgendwelche beschwichtigen Worte könnt ihr euch hier vorstellen? Und ihr stellt euch diese beschwichtigen Worte mal vor, während ich ein bisschen Schinken zu mir nehme. Denn auch das muss hin und wieder geschehen, meine Freunde. Der Schinken kann nicht einfach so im Inventar verweilen. Er muss genutzt werden. Er muss sein volles Lebenspotenzial entfalten. Denn auch ein Schinken hat das Recht dazu, seine Persönlichkeit zu entfalten. Da ist ein Feldräuberlein. Sogar mehrere davon. Wir kommen hier sowieso zurück wegen den vielen Dunkelpilzen, also was soll's. Laufen wir endlich mal zum Teleporter, hinter mir. Dum, 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 dum. Was ihr gerade im Hintergrund gehört habt, war einer der, ich sag mal, besondereren Tracks, weil den höre ich echt selten irgendwie. Okay, hier ist mir übrigens aufgefallen beim letzten Mal. Ah ne, es war gar nicht hier. Okay, ignoriert es. Tut so, als hätte ich nie was gesagt. Oh doch, das war hier. Das war genau hier. Hier habe ich einen Teil vom Safe Game, wo ich das mal verloren hatte. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Gar nicht wieder hergestellt. Ich glaube, die Truhe hatte ich geöffnet, genau. Aber das Zeug bei den Fleischwanzen da hinten, das liegt immer noch da. Und das dürfen wir ja nicht tun. Das ist ja... ja, großer Schwachsinn. Was fällt uns ein? Einfach das Zeug hier liegen zu lassen. Oh weh. Welch Graus. So, gehen jetzt erstmal in die Stadt Korinnes. Wir werden nicht direkt mit Watras treffen, weil da liegen noch ein paar Leute auf dem Weg. Was war denn das für ein Satz gerade? Wir werden uns nicht direkt mit Watras unterhalten. Levatras. Ich muss dieses Lö irgendwie überall hinzufügen. Ich nehme mal, ich esse mal irgendwas. Das ist ja Schwachsinn, was hier passiert mit dem Blut. Kein Blut mehr. Ist es weg? Ja, ich höre auf zu bluten. Okay. Hallo, Mr. Daron. Hey, du. Ich glaube da nicht dran.
Ich habe deine Statuette ins Kloster gebracht. Du kannst dich wieder entspannen. Das sind gute Neuigkeiten. Inros möge dich beschützen. Nimm dies als meine kleine Anerkennung, mein Sohn. Ja, ja. Vielen Dank. Wo wir schon hier sind, wir haben eine ganze Menge Goldbeutel. Und ich habe die alle gespart, denn der Vorteil davon ist, wenn du die nicht öffnest... Ach, erzähl mir nicht sowas. Ach so, ja, der Vorteil davon ist, wenn du die nicht öffnest und du wirst niedergeschlagen, dann verlierst du nicht all dein Hab und Gut. Aber mittlerweile sind wir, denke ich, so weit, wir werden nicht mehr niedergeschlagen. Sehr wahrscheinlich nicht mehr. Und deshalb können wir hier mal kurz reinlunzen. Was haben eigentlich Blutfliegenstacheln nochmal für einen Effekt? Konnte man die nicht auch irgendwie zu sich nehmen oder verwechsel ich da was? Die hatten irgendeinen Effekt, glaube ich. Stachel. Okay, ich hatte gar keinen Blutfliegenstachel, ich habe mich verguckt. Nein, jetzt mal im Ernst, wo ist der Blutfliegenstachel hin? Er war doch eben noch da. Das ist doch nicht euer Ernst hier. Ja, halt du doch den Mund. Ja. Ich glaube da nicht dran. Schmeckt bitter und giftig. Ha, war's das? Okay, hatte das anders in Erinnerung. Hallo Baltram. Hallo Marco. Ich suche... Ah ja, ich weiß, wen ich suche, meine Freunde. Ich weiß, wen ich suche. So schrecklich ist es gar nicht. Ich suche ihn hier. Abu Jin, Ibn Jadir, Ibn Omar Khalid, Ben Hart, Chal Charidi oder sowas ähnliches. Merkwürdig. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Nun, groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, Sohn der Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Willkommen, Freund. Nimm Platz auf meinem bescheidenen Teppichen und genieße in Ruhe eine Pfeife. Dich nämlich. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Abu Jin Ibn Jadir Ibn Omar Khalid Ben Hajj al-Sharidi. Ich bin Seher und Weissager, Sterndeuter und Tabakanbieter. Das ist ein großer Lebenslauf. Was für ein Kraut bietest du an? Meine Pfeifen sind gefüllt mit würzigem, erfrischendem Apfeltabak. Du darfst dich jederzeit bedienen, Sohn der Abenteuer. Nein, Sohn der vielen sinnlosen Worte. Kannst du mir eine Weissagung geben? Kannst du mir eine Weissagung geben? Meine Dienste stehen dir für bescheidenen Lohn zur Verfügung, o Vater der Großzügigkeit. Wie viel willst du haben? Für bescheidene 25 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Doch bedenke, die Zukunft ist immer ungewiss und ich bin nur in der Lage, Bruchstücke aus der Zeit zu erfassen. Okay, Sohn der Geldgier. Sage mir die Zukunft. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Suchender des Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Dann mach mal. Orks, sie bewachen einen Zugang. Ein alter Stollen. Das Tal der Minen. Männer mit strahlenden Rüstungen. Ein Magier. Dein Freund ist bei ihnen. Er wartet auf dich. Feuer! Ein Angriff, ein mächtiges Wesen. Die Flammen. Viele werden sterben. Was ist das? Eine Stadt. Ruinen. Quahodronen Jakendar. Er wird gerufen. Quahodronen Jakendar. Tut mir leid. Die Vision ist vorüber. Ich sehe nichts mehr. Alles klar. So, Leute, ihr könnt euch jetzt mal... Ist das dein Ernst? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Hallo? Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen... Steckt die Waffe weg. Kluges okay. Diese Nervensäge. Wir schauen mal kurz hier oben vorbei und sagen Hallöle Popöle zu dem guten Wulfgar. Wie geht's? Hi. Was macht die Pflicht? Diese Burschen schwingen ihre Schwerter wie Bauern. Aber wenn ich mit ihnen fertig bin, wird jeder einzelne von ihnen ein zäher, harter Hund sein. Alles klar. Kannst du mich auch im Schwertkampf trainieren? Lord André hat angeordnet, dass wir hier jeden trainieren, der in der Lage ist, die Stadt zu verteidigen. Das gilt allerdings nur für die Kampfausbildung.
Alle anderen Arten von Training sind der Miliz vorbehalten. Kannst du wenigstens halbwegs mit einer Waffe umgehen? Ich denke schon. Na gut. Du kannst anfangen, wenn du bereit bist.